klasse Motiv geben die Eisbachsurfer hier in München ab. Das macht echt richtig Spaß, dieses ganze Szenario einzufangen. Aber die Frage ist, wie entsteht eigentlich so ein richtig scharfes Bild? Dem Geheimnis, dem wollen wir heute mal auf die Spur kommen. Und dazu bauen wir uns jetzt mal eine Lochkamera. Das geht relativ einfach, entweder mit so einem Bausatz, wie ich ihn hier habe, oder auch mit so einer Chipsdose. Und los geht's! Und das ist einfach nur ein Butterbrotpapier. So, und jetzt muss ich nur noch das Innenteil hier reinschieben. Und jetzt kommt noch eine Rückwand. Hier wird später das Foto abgelichtet. Und fertig ist meine Lochkamera. So, und jetzt sieht man schon, warum die Lochkamera so heißt. Denn die ist komplett zu, da kommt kein Licht rein, außer durch dieses kleine Loch hier vorne. Und das ist die sogenannte Blende. Und bei der Blende gibt es jetzt eine ganz einfache Regel. Je kleiner die Blende ist, umso weniger Licht kommt rein und umso schärfer wird das Bild. Und dazu gibt es hier unterschiedliche Blendenöffnungen. Und wenn ich das hier reinschiebe, dann sieht man, da gibt es große, eine mittlere Blende und eine winzig kleine Blende. Hey, super, klasse! Das funktioniert auch mit der Lochkamera. Doch eins ist komisch, das Bild steht irgendwie auf dem Kopf. Woran liegt denn das? Um das zu verstehen, hilft eine kleine Zeichnung. Hier in dem Beispiel ist das Männchen hier das Fotoobjekt. Und auf dieses Männchen trifft hier Strahlung von oben, von der Sonne beispielsweise, oder von einem Strahler vom Film und vom Fernsehen. Und diese Strahlen werden in alle Richtungen hier reflektiert. Man sagt so auch, das Licht wird gestreut. Und manche von diesen Strahlen, die treffen eben jetzt geradeaus hier durch die Kamera, zum Beispiel dieser hier, das ist der Mittelstrahl. Nun ja, zum Beispiel von dem Kopf hier oben treffen auch Strahlen durch die Blende durch. Und jetzt sieht man die Strahlen, die hier vorher oberhalb von der Mittellinie waren, verlaufen in der Lochkamera unterhalb von der Mittellinie. Und welche, die von unten vorher verliefen, die laufen nachher hier nach oben. Und das bedeutet, das Männchen hier in meinem Abbild, das hat hier unten den Kopf, die Beine sind hier oben und der Mittelteil ist ungefähr hier. Das heißt, das ganze Bild steht auf dem Kopf. So, das Problem, warum das Bild umgekehrt in unserer Lochkamera erscheint, haben wir jetzt geklärt. Jetzt haben wir aber noch ein zweites Problem, nämlich die Bilder sind leicht unscharf. Woran könnte das jetzt liegen? Das liegt an der Blende. Wenn ich jetzt die Blende nämlich ein bisschen kleiner mache, dann werden die Lichtstrahlen besser gebündelt und dann wird auch das Bild schärfer. Das Problem ist nur, das Bild ist zwar dann scharf, aber es kommt weniger Licht durch die kleine Blende. Und das weniger Licht sorgt dafür, dass ich ein dunkleres Bild habe. Die Herausforderung ist jetzt, ein scharfes Bild zu kriegen, das aber gleichzeitig noch genug Licht hat. Habt ihr irgendeine Idee, wie das funktionieren könnte? Ich verrate es euch. Das Ganze funktioniert mit einer Linse.